was nach was am teuersten ist, kaufe. Ja. Darf ein paar herstellen. Geld reinkriege. Achso, ja, ich wollte schon was ausrüsten, während ich dann noch am einschmelzen bin. So, einer noch. Sehr gut. Oh. So, mein Schwert mal kurz ausgerüstet, weil das, was ich hergestellt habe, war halt besser als das, was ich hatte. Ich habe jetzt 90 schon bei Lehrling, zweite Stufe. Sehr gut. Ja, geht ganz gut voran. Da bin ich derzeit bei 104. Bronze. Ich hab mehr gesammelt wie du. Ich kann Wurfäxte benutzen. Du kannst Wurfäxte benutzen? Also ich kann sie auf jeden Fall herstellen und... Ach so, ja, die kann glaube ich jeder benutzen, glaube ich, die Wurfäxte. Die auch im Inventar liegen dann. Sind die weg, wenn ich eine davon werf? Ich glaube ja. Na dann. Entlohnt nicht wirklich. Nee, das meine ich auch. Weil dann bastel ich mir lieber hier irgendwas. Ah, ich kann die Rezepte mal lernen, ne? Das ist eine gute Idee. Ja, wenn du sie lernen kannst. Den... Ja, kann ich lernen. Nur benutzen kann ich den Dings halt nicht. Oh, jetzt mal 16. Der Dolch ist verdammt gut, aber er ist Level 12. Ein Zweihänder kann ich mir auch basteln, aber ich stehe auf diese zwei Waffen. Ja. Ja, stell ich mir mal gleich eine Bronzeklinge. Aber wir müssen gleich auch mal unbedingt zum Lehrer gehen, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Dann machen wir erstmal die Quests hier in aller Ruhe gleich fertig. Ich stelle mal kurz eine, obwohl ich Axt sind cooler, aber du meinst Menschen haben Bonus auf Schwerter, ne? Ja, kriegen sie später auf jeden Fall. Also jetzt noch nicht, aber später zumindest. Dann nehme ich mal eine Axt, weil es besser aussieht. Als Zweitwaffe. Hast du den Bonus noch nicht. So. Ich kann ihn gar nicht mal herstellen, den schweren Bronzedolch. Bronzeklinge auch mal fertigen. Oh, bin ich bei Drexler auch gleich weiter. Ja, bei mir komme ich glaube ich noch nicht so weit. Schon. Bist du glaube ich. 10 Punkte bringt einmal herstellen, ey. Bei mir nur 6. Ja, ist halt das eine Rezept, was ich gefunden habe, ne? Naja, gut, okay. Die sind natürlich was besser. Rezepte. Warum ich die Mahlzeiten hier weghaue, Leute, das ist einfach nur deshalb, weil ich ein bisschen Platz im Inventar haben möchte. Und weiter geht's. Mal 3 Stück herstellen. Na, ich schaff's doch nicht ganz. Wirklich. Oh, ich muss das für... Oh, verdammt, ich bräuchte das Zeug für eine Quest. Fällt mir gerade auf. Und zwar? Kräfte aus Eberesche. Ah. Ich könnte euch ein bisschen Bronze-Sachen herstellen, einfach weil ich die Ressourcen habe, weil ich damit weiterkommen will. Würde ja Sinn machen. Ja, mach ich ja auch derzeit. Ganz genau dasselbe mach ich auch. Dann fertig einfach mal alle. Und dann bastel ich mir kurz mal 8. Schwerter. Oder was auch immer. Muss mal gucken, meistens sind die zwei Hände am besten, weil die am meisten geben, wenn du sie verkaufst. Lohnt sich dann. 3,34 bringt er und die Axt bringt. Ja, hast recht. Das ist meistens so, dass zwei Hände am meisten bringen. Bei gleichen Materialkosten. Ja. Klingt schon mal gut. Ja, ihr könnt im Hintergrund dieses nette Tavernenfeeling genießen. Ja. Also mehr kann ich aber gerade auch nicht anbieten. außer ihr steht darauf, jemanden beim Hacken zu sehen. Beim Arbeiten. Arbeite, du! Das wird man ja schon bedrängt. Ja. Genau. Mal kurz das Trinken eingießen. So.
So, da reicht mein Inventar gerade so für. Was kann ich für euch tun? Die Bronze-Axt möchte ich noch benutzen. Kommt, den ist schon. Den Bronze-Leute Beweglichkeit behalte ich mal. Kann ja sein, dass ich ihn noch brauche. Bin ich vielleicht stärker als deins, was du derzeit hast? Der kann ich auch nicht benutzen. Ist das auf Stufe 12? Das ist genau, der ist genauso stark wie die Sachen, die ich jetzt habe, aber bringt halt noch einen Pluspunkt auf Beweglichkeit. Ah, das ist natürlich super. Ja, deshalb. Ja, dann vorzuziehen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte den hier austauschen. So, sehr nice. Ein Schwert und eine Axt, kommt gut. Was kann ich für euch tun? Axt kann weg. Ist immer noch so viel, so wenig Platz im Inventar. Echt schlimm. Die Inventarplätze sind echt wenig, wenn du dann nur diese drei Beutel hast. Ich hab keinen Platz, ey. Ja, du brauchst nicht meckern da drüben. Mit deinem Platzangebot, das du da hast. Ja gut, wenn ich jetzt alles verkloppen würde, dann hätte ich jetzt auch zwei Taschen frei, aber... Ja, ich hau gerade ein bisschen was weg, was ich weghauen kann, ne? Ja. Kennst du? Ja, alles Essen und so ein Zeug. Ich komm mal raus, ne? Jo. Ist echt witzig. So. Auf dem Ladebildschirm nur 20 Frames, verdammt scheiße. So, und es geht weiter! Wuhu! Endlich! Er bewegt sich wieder. Es gibt wieder einen Grund, dieses Let's Play anzugucken. Nee, die letzten 10 Minuten tun mir echt leid, aber das gehört halt zu dem Rollenspiel dazu. Eben. Leider ja. Ja, das... Man kann damit leben, ne? Auch. Ach, ihr müsst damit leben. Ich muss doch kurz noch was essen. Ich will immer, wie gesagt, mein Inventar ein bisschen... Na, er verfuttert doch nicht alles. Solange du den Buff hast, lass ihn doch. Naja. Ja, hast du den Buff? Was benötigt ihr? Hast du keinen Buff? War doch da gekocht in Arme. Beende mal kurz die Quests, ne? Jo, genau. Ach, die war ja da vorne, ups. Voll drauf vorbeilaufe. Ich grüße euch. Hast du ein Level up, ja, ne? Weil ich. Ja, hab ich jetzt auch. Obwohl ich auch, ne? Aber, ja. Achso, die geht erst auf Stufe 15 auf, deshalb hab ich gewundert. Ja, ganz genau. Die geht erst mit Stufe 15 auf. Wo waren die Halle mit den, war das die hier? Ja, Ausbildungs... richtig. Ja, noch rein. Das ist daneben. Ist echt komisch, ich hab nur die Frame-Anbrüche auf dem Ladebildschirm, wo sich mal nichts bewegt. Sehr komisch. Und in Gebäuden, was auch irgendwie merkwürdig ist. Wobei, ne. Weil hier jetzt hier richtig viel zu... Nee, wenn ich euch zu Diensten, sobald ich mich bewege, ist es wieder weg. Ah. Das ist doch super. Oh nice, neue Combo. Ja, sobald ich mich bewege, habe ich im Gebäude 120 Frames, während ich aufnehme. Und das mit Fraps, meine Damen und Herren. Ja. Ey, ihr könnt über die Grafik sagen, was ihr wollt. Ich finde sie jetzt nicht so ekelhaft, dass ich das Spiel nicht spielen könnte. Allerdings auch. Ist hier natürlich jetzt nicht hier mit anderen Spielen zu vergleichen, also mit Spielen, die was kosten, zu vergleichen, wie Skyrim oder keine Ahnung. Aber das kann man auch eben nicht vergleichen, weil Skyrim was kostet und Herr der Ringe Online eben ein, also für die meisten Spieler nichts. Also für eigentlich für jeden Spieler, nur halt für den nicht, der das dafür bezahlen möchte. Du musst auch nichts dafür bezahlen. Ja gut, hast du auch ein Abo? Nein, ich habe kein Abo. Was denn dann? Ich habe eine Lifetime-Mitgliedschaft. Ach so. Die hast du bekommen wie? Das konntest du früher, wenn du die Pre-Order von der Beta hattest, gab's das einmal zu vergünstigten Preis. Oh, das dann kurz bevor das Free-to-Play wurde. Das klingt natürlich nice, ja. Ja. Ich kann mir hier ein Haus kaufen. Ja, du kannst dir auch ein Haus kaufen. Kann ich dir übrigens auch manchmal zeigen, wenn wir dann da sind. Was wie teuer ist das? Warte mal kurz. Das ist ein Witz, ne? Achso, das sind Gold. Ich dachte gerade, das wäre Kupfer. 15 Kupfer. Ja, das wäre schön. Ja, dachte ich gerade. Unterschiedliche Hausgrößen. Das sind die ganz großen. Das sind eigentlich Gildenhäuser. Also Sippenhäuser.
Such dir etwas, was du ein kleineres hast. Kosten dann nur ein Gold, 100 Silber. Nein. Hier, ja, ein Gold, 150. Auch. Ja, das ist ja bezahlbar. Auch so ein Standard. Das ist ja bezahlbar, ey. Ja, bis du da hinkommst, dauert aber auch ein bisschen was. Vor allem, wenn du überlegst, ein Gold sind ja 1000 Silber. Ja, na klar. Ah, warte, da wird mir noch eine Quest angezeigt, bei der hier. Ach, hast du die angezeigt? Also, nee, ich fahr jedes Mal noch rein. Das ist dieser Kreis, der dir angezeigt wird, wenn du den anklickst. Ah, okay. Das haben sie jetzt auch neu seit dem Update. Vorher gab's das nicht. Mich hat's auch am Anfang etwas verwirrt. Naja. Auch was Cooles. Ich wollte ja eigentlich gucken, wann ich angefangen habe aufzunehmen, ne? Von wegen Zeit. Was habe ich das Ganze gequatscht mit Sebi echt vergessen zu gucken, wann ich angefangen habe. Ja, das ist natürlich Pech. Ja, muss ich auch sagen. Aber sei es drum, wir nehmen ja nicht zur Zeit auf, wir nehmen ja auf, weil wir das Spiel spielen wollen, beziehungsweise weil wir es euch näher bringen wollen und ja. Was benötigt ihr? Was möchte ich davon denn gerne haben? Boah, die Waffen sind ja krass. Ja. Die Handaxt. Oh, Kraftregeneration während des Kampfes, das ist schon. Die Handaxt klingt gut, finde ich. Also ich habe die Keule genommen. Weil die Kraftregeneration während des Kampfes hat. Jetzt habe ich schon die Axt genommen. Aber die Axt ist trotzdem gut, weil die höherer Crit-Wert. Genau. Jo. Dann öffne nämlich sogar meine Axt raus. Boah, die sieht ja mal deutlich. Oh, die sieht aber richtig nice aus. Meine alte Axt sah aus wie so ein stumpfes Beil. Und die sieht aus wie eine Kriegsaxt. Das ist schon mal etwas. Eben. Und Unterschied. Ach, wir könnten ja auch mal. Achso, du hast jetzt auch. Hast du auch mal nachgeguckt, ob du da neue Waffenfertigkeiten lernen konntest? Bei den Fertigkeiten? Ja, klar, habe ich auch gemacht. Passiven Sachen. Eine neue Kombo habe ich jetzt. Hast du auch die passiven Sachen gelernt? Hab ich nicht drauf geklickt. Scheiße. Egal. Ah, würde ich mal machen. Vielleicht kannst du dann sogar deinen Dolch anziehen. Wenn du bei der nächsten Gelegenheit machen, oder? Wir laufen eh dran vorbei jetzt gerade. Den Dolch könnte ich benutzen. Ich kann ihn nur nicht nehmen, weil ich nicht Level 12 bin. Ach so, deswegen. Ah, okay. Deswegen. Na ja, gut, sind wir ja auch schon fast. Oh, ist ja nicht mehr so lange. Ja. So, und dann würde ich auch gerne mal sagen, dass wir diesen Aufnahmeblock nochmal beenden, weil ich dann echt mal wissen möchte, wie lange ich aufnehme, weil mich das ein bisschen aufregt. Ja, klar. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt hier mal stehen bleiben, wir haben jetzt hier ganz schön viel gearbeitet und geackert und ja. Dann los, noch irgendwas zu sagen. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch. Bis denn.